Montagnachmittag, herzlich willkommen zu einem neuen Golf Post Talk. Heute mit einem besonderen Gast an einem besonderen Ort. Wie ihr sehen könnt draußen, die Talkrunde sieht erstmal nicht sonderlich groß aus. Herzlich willkommen dir, Frank, und Leon Roth natürlich, unser Stammgast. Schön, dass du dir wieder Zeit nimmst, mit uns zu analysieren und das Golfgeschehen zu bewerten. Aber heute leider nur per Ton, weil etwas draußen auf den offenen Weltmeeren quasi gerade aktiv unterwegs ist, nämlich Florian Fritsch, den ich recht herzlich begrüßen möchte. Der ist uns per Telefon hier in den Talk zugeschaltet. Hallo Flo, erstmal schön, dass du dir die Zeit nimmst auf dem Schiff zwischen England und Frankreich, wollte ich sagen, und Spanien auf dem Weg in Portugal an unserem Talk heute teilzunehmen. Jawohl, vielen herzlichen Dank, Lars, dass ich dabei sein kann. In der Tat bin ich gerade hier in der Biscaya unterwegs auf einer Fähre von Portsmouth nach Bilbao und werde erst morgen früh ankommen. Insofern habe ich jetzt ein bisschen Zeit, mit Frankie und dir über diverse Themen zu philosophieren. Ja, super, das freut mich, freut uns natürlich. Dann wollen wir auch direkt kurz starten. Du hast gerade gesagt, du kommst von der Insel drüben. Du warst die letzten zwei Wochen sehr aktiv und vor allem auch sehr, sehr erfolgreich. Erst in Schottland bei Alfred Dunhill Links und jetzt am vergangenen Wochenende im Londoner Vorort, Nordwesten Londons, beim British Masters. Du hast es, bringen wir es auf den Punkt, jetzt wirklich in eigener Hand. Seit heute Mittag, glaube ich, steht auch offiziell fest, du bist im Feld drin fürs Portugal Masters in der Algarve diese Woche. Du hast es beim letzten Turnier der regulären Saison jetzt in eigener Hand, dir die Tourkarte zu sichern. Mit welchem Gefühl sitzt du gerade auf der Fähre? Ganz ehrlich, eigentlich recht unterschiedlich. Ich meine, vor 6 Wochen stand ich eigentlich noch mit nichts da. Da war ich auf der Challenge-Tour sowie auf der European Tour-Rangliste unter ferner Liefen unterwegs. Und da sah es eher danach aus, dass ich im Jahr drauf eher so einen Mix aus Pro-Golf-Tour und Challenge-Tour spielen werde. Und dass ich jetzt, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, 105. im Race to Dubai bin und gute Chancen habe, meine Tourkarte zu spielen, vor allem jetzt dann auch im letzten Turnier in Portugal, dann ist es natürlich eine ganz neue Situation. Derzeit bin ich einfach, ich sag mal, im Spielmodus. Ich setze mich eigentlich gar nicht so wirklich mit den ganzen Ranglisten und den Bennen und was ist und falls überhaupt auseinander, sondern ich versuche einfach nur meine Arbeit zu machen und mal am Ende kommt irgendwas raus. Du hast es, ja. du hast es gerade angesprochen, noch vor 6 Wochen sah das ganz anders aus. Was hättest du jemandem Anfang September gesagt? Anfang September, erinnern wir uns zurück, das war die Woche, als Omega European Masters in der Schweiz anstand. Das war der Beginn deiner fabulösen Aufholjagd quasi, will ich es mal nennen, von hinten in Race to Dubai. Was hättest du jemandem gesagt, der dir damals gesagt hätte, ach du, hör mal, nimm das Ganze mal ganz locker, in 5 Turnieren wirst du deine Tourkarte fast schon sicher haben. Wie hättest du damals reagiert? Oh Gott, da hätte ich schon natürlich geschmunzelt, weil das sind natürlich Dinge mit einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit, dass es passiert. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass es passieren kann, aufgrund der Turniere, die gespielt werden. Das waren ja sehr hochdotierte Turniere in der Schweiz, in Dunhill, jetzt auch bei den British Masters. Porsche war auch mit 2 Millionen dotiert, also es waren sehr hohe Turniere. Und bei uns sind die Preisgelder halt so aufgebaut, je weiter vor man ist, desto noch mehr Geld kriegt man. Und deswegen sind einfach diese Top-Platzierungen einfach so wichtig. Und das habe ich geschafft. Und dann geht es recht schnell, dass man da nach vorne gespült wird. Frank, du kennst Flo ja auch seit Jahren sehr gut aus St. Leon Roth. Bist du wirklich überrascht von seiner Entwicklung, gerade in den letzten Wochen? Oder sagst du, das hätte ich vorher auch sagen können, irgendwann musste bei ihm ja auch mal so richtig der Knoten platzen. Ich bin überhaupt nicht überrascht über die Leistung von Florian, weil ich sehe, dass er bei uns zu Hause ist. Er ist einer der besten Trainiere, die ich so kenne. Ich meine, sie sind alle fleißig, versuchen alle was zu machen. Aber wenn ich Florian trainieren sehe, dann sehe ich jemanden, der sehr vernünftig, konsequent, sachlich an Dingen arbeitet und das abspult wie so ein Roboter. Und die Sache muss da irgendwann belohnt werden. Und also für mich ist es nicht überraschend. Natürlich, wenn er selber sagt, bis Mitte September war noch nichts und plötzlich geht's los. Na gut, ein Fußballspiel dauert auch 90 Minuten. Blöder alter Spruch, es geht halt bis zum Schluss. Und dass er halt diese Energie hinten raus hat, die holt er sich im Training. Da bin ich mir ganz von überzeugt. Ja? Und wow, also wir sind alle happy und stolz. Und ich meine, wir sind da angekämpft, auch jetzt bei der British Masters. Klasse. Also das ist nicht unverdient, das kommt nicht überraschend, das hat er sich erarbeitet.
Flo, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, ich glaube, es ist nicht falsch, wenn man jetzt sagt, die Saison hat lange nicht sonderlich gut bei dir ausgesehen, ist nicht sonderlich gut verlaufen. Ne? Also ich habe mir vorhin, glaube ich, nochmal deine Ergebnisse der ersten Jahreshälfte, quasi ja der ersten Zweidrittelsaison angeguckt. Da war ein 40. Platz, so mit das höchste der Gefühle. Da gibt es dann auf der European Tour für den 40. Platz bei einem normal dotierten Turnier knapp unter 10.000 Punkten für die Saisonwertung. Da macht man natürlich in so einer Saisonwertung keine Riesenschritte mit. Wie kommt es, dass du genau jetzt zum Saisonhöhepunkt, wo viele eher vielleicht nach einer langen, anstrengenden Saison abbauen, körperlich merken, dass die Saison in die Knochen geht und dass es lang war und so, dass du jetzt, wo nimmst du den zweiten Frühling her, will ich mal sagen, dass du genau jetzt auf dem Punkt da bist und bei den Turnieren, du hast es eben gesagt, hochdotiert, da geht es um viel Geld und viele Punkte, womit man wirklich eben Sprünge machen kann, wie du ja auch gemacht hast, dass du genau jetzt Top 7, Top 7, Top 7 hintereinander rausknallst. Ja, also ich glaube, Golf ist im Vergleich zu anderen Sportarten natürlich auch mit ein paar anderen mit. Eine Sportart, bei der man einfach sehr viel Geduld mitbringen muss und bei der man es einfach nicht erzwingen kann. Also das sind dann so Stichwörter wie Momentum, Glück und einfach, ja, eigentlich die beiden, Momentum und Glück. Und in der ersten Jahreshälfte habe ich eigentlich einigermaßen stabil gespielt. Ich habe sehr viele Cuts geschafft. Ich war sehr oft am Wochenende dabei, aber dann hat es einfach nicht sein sollen am Wochenende. Ich hatte dann entweder eine schlechte und eine gute Runde oder zwei mittelmäßige und dann wird man halt durchgereicht, weil die Jungs, die pennen halt nicht, sondern die stehen halt auch nach vorne und dann kann man da nicht mithalten. Und jetzt in der zweiten Jahreshälfte war es einfach so, dass ich hinten raus einfach besser war am Wochenende. Ich habe den Moving Day dann besser genutzt. Ich war am letzten Tag einfach auch viel stabiler, konnte da auch weiterhin Birdies machen, war handlungsfähig. Und das hat dann einfach dazu geführt, dass ich meine Platzierung, die ich mit ins Wochenende genommen habe, halten und verteidigen konnte. Und deswegen mache ich dann diese Sprünge. Das heißt, diese Betrachtungsweise am Anfang der Saison hat es nicht geklappt, ist halt rein auf die Ergebnisse beschränkt, hat aber wenig mit den Inhalten zu tun. Die Inhalte, also die Qualität der einzelnen Runde ist eigentlich recht gleich geblieben. Der Unterschied einfach ist, dass ich jetzt in der zweiten Hälfte einfach das Glück hatte, auch viele lange Putts zu lochen. Also ich meine, der lange Putt an Gran Montana am letzten Tag, am letzten Loch, um mich dann nochmal in die Top 10 reinzubringen, der Putt zum Paar mit Martin Kramer und Bart Griesbach, um Top 10 noch zu kriegen, das sind einfach Dinge, da braucht man einfach ein bisschen Glück und ein bisschen Momentum, dass es dann auch passiert. Und so ist es dann jetzt hinten raus halt einfach so gekommen, dass ich halt jetzt dann die Platzierungen besser halten, verteidige und vielleicht sogar noch nach vorne spielen konnte. Frank, Stichwort Glück. Wie viel Begabung, wie viel Training ist es dann wirklich im richtigen Moment der Saison zur Stelle zu sein, um eben die Ergebnisse aufs Papier bringen zu können? Gute Frage. Ich weiß schon, was der Florian meint mit Glück, aber Glück alleine macht man keinen Durchspieler, das weiß er auch. Ist immer dieser logische Spruch, wenn du genug trainierst, dann wirst du auch belohnen. Das meinte ich vorhin, bei der Porsche oben letzte Runde mit Martin Keimer gespielt. Das war schon so neu, so komisch vielleicht. Jetzt in seinem Sevilla und ich hatte sich schon mal gewöhnt, ist dann anders oben gegangen. Da kommt natürlich dann auch diese Erfahrung von Woche zu Woche dazu. Da kann viele Birdies machen, der hat keine Angst davor, viele Birdies zu spielen und eben niedrig zu scoren. Das muss man können. Und wenn das von dir reicht, dann gehst du immer mit einem weiteren Bus aus. Und ich meine, es ist auch einfach so lang, weil die Saison ja noch nicht für ihn hat, dann leider erst spät angefangen. Bei den richtigen Turnieren, das war im Frühjahr, das war ja nicht so abwegig, so Turniere, sag ich mal. Also, wenn er jetzt keine Lust mehr hätte, das wäre ja auch. Ja, oder Florian? Florian, Frank sagt also gerade zu Recht, du hast ja auch durch die Turniere jetzt in kurzer Zeit wahrscheinlich gut an Selbstbewusstsein und eben auch an Entwicklung für dich dazu gewonnen. Beschreib uns die Situation nochmal gerade. Wir hatten von dir schon gehört,
warst doch, glaube ich, sehr nervös, als du plötzlich in Bad Riesbach bei der Porsche European Open im vorletzten Flight warst, da glaube ich mit oder sogar im letzten Flight in Martin Feier in Wie gewöhnt man sich da dran? Eine Woche später in Schottland warst du wieder mit Martin Keimer in einem der letzten Flights. Geht man das Ganze dann beim zweiten Mal schon deutlich lockerer an oder wie war das die Situation für dich? Also das sind Situationen, auf die kann ich glaube, kein Training einen vorbereiten. Da muss man einfach durch. Da muss man einfach sagen, okay, die Situation wird kommen. Man muss sich darüber bewusst sein. Man muss dann einfach mit offenem Visier da reingehen und es akzeptieren, dass es so sein wird. Ich stand in Bad Griesbach am ersten Abschlag am letzten Tag am Tee und wusste nicht, wie ich den Schläger zurücknehmen soll. Da habe ich nochmal kurz das Ausbildungshandbuch der PGA durchgespult. Da war ja irgendwas mit Drehen und Arme erheben und irgend sowas. Also das ist schon eine andere Situation. Und genauso wie man 2-Meter-Putts trainieren muss, muss man dann auch in diese Situation rein und die einfach erleben und daraus lernen und besser werden und die quasi in dem Sinne auch trainieren. Und je öfter ich da reinkomme, desto besser komme ich damit klar, desto mehr lerne ich, desto mehr kann ich dann diese Situation noch abrufen, noch rausholen, um irgendwann mal zu einem Punkt zu kommen. Dort bin ich noch nicht ganz, aber um irgendwann mal zu einem Punkt zu kommen, dass ich dann nicht nur in diesen Situationen einen Score halten, sondern auch aus eigener Kraft deutlich nach vorne spielen kann. Wie schätzt du jetzt ganz persönlich, du hast eben angesprochen, aktuell machst du dir eigentlich gar nicht so viel Gedanken um die Platzierung, um die Rangliste selber. Festzuhalten bleibt aber, du bist aktuell unter den Top 110, das heißt mit dem geschafften Cut in Portugal jetzt beim letzten Turnier hast du es in eigener Hand, die Position 110 kriegen am Ende oder behalten ihre Tourkarte für die neue Saison. Du hast es in der eigenen Hand dabei zu sein. Wie schätzt du die eigenen Chancen jetzt ein, genau auf dem Erfolgsniveau, das, was du jetzt die letzten Wochen an Rückenwind bekommen hast und mitgenommen hast, dass du das jetzt auch von der Insel rüber nach Portugal wirst mitnehmen können? Wie siehst du deine eigenen Chancen? Was erwartest du da von dir? Es ist definitiv richtig, dass ich mich derzeit in meinem Spiel wohlfühle. Der Putter funktioniert ganz ordentlich, was immer ganz wichtig ist. Aber ich glaube, jeder von uns, der Golf spielt, weiß, ist, dass es mit dem Putten oder zumindest mit der Form beim Golfen von der einen auf den anderen Tag ganz anders aussehen kann. Insofern muss man einfach nüchtern bleiben. Man muss einfach seine Hausaufgaben machen. Man muss sich immer wieder von vorne neu vorbereiten auf den Golfplatz, auf das Turnier, auf die Bedingungen, die dort kommen. Und dann einfach das Beste draus machen. Und das ist auch das, worauf ich mich konzentrieren werde. Es gibt natürlich einige Personen in meinem Umfeld, die dann halt fragen, okay, statistisch, wie sieht das aus? Und jetzt, was müssten die anderen? Und dann im Vergleich, das sind alles, ganz ehrlich, um das auszurechnen, müsste ich nochmal an die Uni und Mathe studieren, um dann die ganzen statistischen Auswertungen machen zu können, die man dann machen muss, um diese Aussagen oder diese Fragen beantworten zu können. Deswegen lasse ich mal meine Energie an der Stelle nicht dort investiert, sondern bringe sie lieber dort ein, was in den letzten Wochen ganz ordentlich funktioniert hat. Und das ist mein Job einfach zu machen. Am Ende kommt halt dann ein Ergebnis raus und dann werde ich nach Portugal unter den besten 110 sein oder nicht. Wir können ja mal gerade unseren Chefstatistiker vom Dienst, Frank Adamowitz, fragen. Frank, du hast mit vielen, vielen Tipps grandios daneben gelegen in dieser Saison, schon in unseren Golf-Post-Talk-Runden. Aber wenn ich dich jetzt frage, ich glaube, dein Tipp, dass Flo das schafft und die Tourkarte für nächste Saison sich sichern wird, ich glaube, da wirst du mir nicht widersprechen und da sind wir uns, glaube ich, hoffentlich alle einig, oder? Das hoffe, dass das Schiff sich dann ankommt und was ankommt, ja. Flo, bei dir kommt ja immer diese eine Besonderheit dazu, das haben wir auch schon häufiger thematisiert, ich glaube, da bist du auch in jedem Interview drauf angesprochen. Das ist ja auch der Grund, weswegen wir dich jetzt nicht an irgendeinem Flughafen im Gespräch haben, sondern gemütlich 24 oder wie lange oder 30 Stunden auf der Fähre zwischen Südengland und Nordspanien sitzend antreffen. Du reist nicht unbedingt sonderlich gern durch die Luft. Was für Sprüche werden dich an der Algarve übermorgen, wenn du dann nach langer, langer Anreise per Schiff, per Auto, quer durch Europa dann endlich dort unten ankommst?
was für Sprüche deiner Kollegen werden dich dort erwarten? Gibt es da so Standard-Sachen, die du regelmäßig zu hören kriegst? Nee, also ich glaube, die meisten Sprüche habe ich inzwischen hinter mir. Ich meine, die Thematik ist ja inzwischen seit 2010 bekannt, auch auf der Tour. Insofern sind wir, glaube ich, in der Phase durch. Wenn dann wollen sie, sind sie eigentlich eher interessiert. Die wollen dann wissen, hey, wie bist du hierher gekommen? Wie lange hat das gedauert? Wie viel hat das gekostet? Wie war die Reise? Wie war die Fährfahrt? Oder bist du ganz runtergefahren? Es ist dann mehr so ein informatives Gespräch um die Reise herum. Lustig ist eigentlich dann immer, jetzt zum Beispiel Dunhill nach London oder Turniere, die in relativer Nähe liegen. Es ist dann immer ganz witzig, wenn ich dann am Freitag oder spätestens am Sonntag gefragt werde, hey, kannst du mich nicht mitnehmen, weil auf dem Weg dorthin müsste ich vielleicht an dieser Stadt vorbei oder dorthin. Also ich habe mir inzwischen schon so ein bisschen, also wenn es so einen kleinen Spitznamen gibt, den ich hier draußen habe, dann ist es so dieser Hashtag Best Shuttle Driver on Tour. Weil ich halt nicht nur zwischen offiziellem Hotel und dem Golfplatz war, sondern wirklich zwischen den einzelnen Turnieren. Ja, das ist natürlich stark. Beschreib uns doch mal gerade, ich meine, du bist jetzt schon seit gestern Abend auf dem Schiff, hast schon eine lange Nacht auf dem Schiff verbracht, jetzt schon neigt sich der Tag auf dem Ende entgegen. Wie verbringst du so die Zeit? Ich gehe mal davon aus, die meiste Zeit musst du ja ziemlich für dich da auf dem Schiff sein. Klopfst du ein paar Bälle vom Fährdeck ins Meer, um im Trainingsfluss zu bleiben? Passest du ein bisschen die Decks entlang? Oder wie vertreibst du dir so die Zeit an Bord von so einer anderthalbtägigen Schifffahrt? Das sind natürlich sehr gute Ideen, die du da hast, Lars. Also so wirklich daran habe ich noch nicht so wirklich gedacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Nein. Also ich muss zum Leidwesen meiner Frau sagen, dass ich den Laptop von zu Hause mitgenommen habe, weil nur auf diesem kann ich ein Computerspiel spielen, das ich seit 3-4 Wochen wiederentdeckt habe. Und das nennt sich Sid Meier's Civilization 2. Ist ein uraltes Spiel. Das habe ich schon gespielt, da war ich, glaube ich, in der Grundschule. Und das war so ein Spiel, das so alle 1-2 Jahre wieder entdecke ich es irgendwo in irgendeinem Ordner bei mir auf dem Laptop und dann muss ich es unbedingt spielen. Und dann nach einem Monat bin ich da auch wieder durch. Deswegen derzeit bin ich dabei, mein römisches Reich aufzubauen auf der Europa-Landkarte in diesem Spiel. Und damit bin ich dann erstmal den ganzen Tag beschäftigt, so wie andere bei Clash of Clans oder bei irgendwelchen anderen Spielchen. Daneben nutze ich natürlich auch dann die Zeit, hier in Ruhe und Muße anderen Dingen nachzugehen, die ich mal machen muss. Facebook-Seite muss gepflegt werden, E-Mails müssen beantwortet, geschrieben werden, weil ich ja die letzten Wochen eigentlich immer im Turniergeschehen drin war, deswegen sind die Dinge ein bisschen liegen geblieben. Von daher ist es eigentlich ganz angenehm. Das ist dann wie so ein erzwungener Ruhe- und Arbeitsbürotag, natürlich gekoppelt mit der ein oder anderen Pause Zivilisation 2 und so verbringe ich die Zeit hier auf dem Schiff. Hast du auch schon interessante Begegnungen mal so auf deinen Schifftouren gehabt? Also Leute, die du tatsächlich irgendwann dann irgendwo auch mal wieder getroffen hast und wo man dann sagen kann, Mensch, wir haben uns damals doch an Bord von so einer langen Schiffstour kennengelernt und irgendwo steht man vielleicht bis heute in Kontakt? Nein, ganz ehrlich, leider nicht. Nee, aber dafür weiß ich inzwischen den ein oder anderen Fährnamen und kenne von der einen oder anderen Reederei die Fährrouten inzwischen ganz gut, weil ich das schon das öfteren mal gemacht habe. Und natürlich habe ich mich jetzt für mich auch so kategorisiert, welche Route erwartet mich eine tolle Fähre, welche Fähre ist mehr Standard, welche Fähre ist mehr Luxus. Also wenn dann eher so diese Wahrnehmungen, aber jetzt so persönliches Kennenlernen passiert eher nicht. Nein. Wie lange wirst du jetzt insgesamt dann unterwegs gewesen sein, zwischen Verlassen vom Golfplatz nach der Finalrunde in London am Sonntag und tatsächlich geplanter Ankunft an der Algarve unten? Ich glaube, du kalkulierst damit, Dienstagabend Ortszeit dann dort zu sein in Portugal. Kommt das hin? Das ist korrekt, ja. Ich bin aus The Grove um 16.30 Uhr losgefahren und werde morgen Abend, ich denke mal so gegen 18 Uhr, unten in der Algarve sein. Also das sind dann ja so 2,5 Tage am Ende. Oder nee, 2 Tage. Das sind 2 Tage. Genau, 2 komplette Tage. Frank, für einen Profi, deiner Meinung nach, kommt Flo jetzt super erholt dort an? Oder fehlt ihm dann unter Umständen im Vergleich zur Konkurrenz eben der eine
möglicherweise wichtige Tag an Vorbereitung mit einer Proberunde da unten an der Algarve. Was meinst du, wie schätzt du das ein? Ich meine, Reisen ist da, hat ja nie was mit Erholung zu tun. Also auch die Fluggeschichten sind da irgendwie stressig, finde ich persönlich. Man muss früher Flug haben, das ganze Gepäck, was man rumrödelt. Und so Flugtag, das dauert ja auch fast einen Tag, bis man wirklich von A nach B gekommen ist. Also er fährt ja jetzt nicht selber, schlauerweise, man ist ja auf dem Schiff, muss ja nicht die kurze Strecke fahren. Ich glaube, das ist das gute Gesteck. Und vor allem ist er ja in einer guten Euphoriephase, sage ich jetzt mal. Es läuft gut. Er ist froh, da hinzukommen. Er weiß es, er ist im Turnier drin, was ja nicht klar war. Das müssen alle Zuhörer sich mal vorstellen. Flo, er ist losgefahren, er ist ja noch gar nicht drin zu sein im Turnier und nimmt diesen riesen Aufsehen. Jetzt ist er drin. Ich meine, hey, der Junge ist jetzt auf dem völligen Flow. Es läuft gut, er kommt in die Portugal Masters rein, er wird definitiv spielen und na klar kostet das Kraft, aber wenn er Donnerstagmorgen da steht, ist er happy, dass er da stehen darf und dann geht die Post ab. Frage an dich direkt. Kennst du den Satz, den guten dass dir jetzt eine Runde am Mittag erreicht? Oder was erwartet man sich durch die wenige Vorbereitung? Ich habe mal, also inzwischen sind unsere Jaric-Bücher so gut. Und auch die grünen Bücher dazu, die nach amerikanischem Vorbild inzwischen bei uns angefertigt werden in Europa, dass man eigentlich nicht wirklich eine Proberunde spielen muss. Also wenn ich sage nicht wirklich, dann heißt es nicht, dass das egal ist, ob man spielt oder nicht, sondern dass man eigentlich auch im Blindflug da ganz ordentlich drüber kommt. Um konkret auf die Frage einzugehen, den Platz kenne ich eigentlich ganz gut. Ich habe ihn letztes Jahr schon gespielt im Rahmen der Portugal Masters. Ich habe ihn Anfang letzten Jahres schon gespielt bei einigen Proberunden. Ich war unten hier in Mendoza meine kleinen Turniere, meine kleinen Vorjahres-Trainingscamps und war dann im Anschluss auf dem Weg nach Marokko nochmal ein, zwei Wochen in Portugal, in Cabo Erro. Privat und habe dann auch nochmal wissend, dass ich im Oktober dort Portugal Master spielen werde, auch ein paar Proberunden gespielt. Insofern der Platz ist mir nicht fremd. Ich würde auch sagen, dass er recht, bis auf 1, 2 Drives, eigentlich recht offensichtlich ist. Also da gibt es jetzt keine versteckten Drives oder blinden Abschläge, wie man sie oft dieses Jahr auf Trun gesehen haben, dass man eigentlich abschlagt, dann viele Hügel und Ginsterbüsche und dann ist da hinten irgendwo so ein Fleck, wo so ein kleines weißes Lächeln hin sollte. So ist der Victoria Golfplatz nicht aufgebaut und insofern ist es in Ordnung. Ich kann da Dienstagabend ankommen, am Mittwoch den Platz kurz ablaufen, um zu gucken, haben sie da was Neues hingebaut oder Veränderungen gemacht. Dann natürlich trainieren im Sinne von Kurzspiel und viel Putten, dass man ein Gefühl kriegt für die Grüns, einfach eine Geschwindigkeit her, auch wie sie reagieren beim Chippen und Pitchen. Und ansonsten dürfte der Rest eigentlich gut managebar sein. Werfen wir nochmal einen kleinen Blick nach vorne. Die Saison offiziell ist damit ja beendet dann für dich. Es folgen ja nur noch vier Turniere mit dem World Golf Championship Event in Shanghai und den drei Abschlussturnieren im Race to Dubai. Wie geht das Jahr 2016 für dich dann weiter beziehungsweise zu Ende, wenn du das Turnier in Portugal am Wochenende abgeschlossen haben wirst? Da ist eigentlich noch eine Frage offen, die ich noch nicht so ganz beantworten konnte. Und zwar, es werden ja im Rahmen dieser vier letzten Turniere zur European Tour Rangliste zählen, Spieler eingeladen, die eigentlich eine European Tour Zugehörigkeit haben. Und wenn die gut spielen, dann sind sie ja aufgrund des Preisgeldes, die es bei diesen Turnieren gibt, auch in der Lage, mich zu überholen. Und da weiß ich halt nicht, wie das dann funktioniert, wenn dann ein Spieler in zwei Turniere eingeladen wird, der zuvor eigentlich keine European Tour Turniere gespielt hat und dann am Ende mehr Preisgeld hat als ich. Insofern weiß ich nicht, ob das nach Portugal wirklich dann reicht. Sollte ich dann 108er, 7er, 5er, 9er sein und wenn mich dann am Ende zwei überholen, zählen die dann dazu, zählen die dann nicht dazu, werden sie rausgenommen, können sie ein Affiliate Membership aufnehmen und dann noch dazu zählen. Deswegen, das weiß ich nicht so genau, insofern bin ich weiterhin in der Q-School angemeldet, falls es dann nicht sein sollte.
wenn ich natürlich gut spiele und irgendwo dann unter den Top 100 bin, dann kann ich da, glaube ich, etwas entspannter sein, weil die Chance, dass sowas passiert, ist eigentlich sehr gering. Und ich glaube, dann werde ich erstmal lange Zeit Pause machen, weil ich muss ehrlich gestehen, die letzten 5-6 Wochen waren nicht nur physisch, sondern vor allem auch mental sehr anstrengend. Zu wissen, ich stehe da am Abschlag im Fairway, im Bunker, auf dem Grün, ums Grün herum und weiß, jeder Schlag zählt jetzt, um die Tourkarte zu spielen. Und deswegen brauche ich dann erstmal ein bisschen Abstand, wenn dann die Saison rum ist. Auf deine offene Frage, ich glaube, ein bisschen deine Sorgen mildern können wir schon. Also wenn wir zurückgucken, wie die Regularien, die Regelhandhabung in den letzten Jahren war, dann war es meines Wissens immer so, dass nach dem abschließend regulär letzten Event in Portugal tatsächlich die Tourkarten vergeben waren. Denn es ist ja so, auch das ist ja eine Regel auf der European Tour. Die European Tour-Karte kann man ja auch nur haben, wenn man eine gewisse Mindestanzahl von Events pro Jahr spielt. Das heißt, die von dir eben angesprochenen Spieler aus Übersee oder wo auch immer sie her eingeladen werden, selbst wenn sie dann viel, viel Preisgeld mit nach Hause nehmen, dann bringt ihnen das per se für die European Tour erstmal sehr wenig, weil sie damit dann nicht offizielles European Tour Mitglied werden. Und das müssten sie ja sein, damit sie neu zu Dubai geführt werden. Das heißt, da gibt es dann immer diese Klauseln, dass wenn Tiger Woods in der Türkei schon mal gespielt hat in den letzten Jahren oder wie es dieses Jahr ursprünglich von ihm ja auch mal geplant war, dann wäre er quasi außer Konkurrenz für die European Tour und Race to Dubai wäre doch mit dabei. Und würde in Anführungsstrichen nur das Preisgeld mit nach Hause nehmen, aber sich beispielsweise nicht mehr sonderlich in Gefahr bringen können. Also das, glaube ich, können wir gut planen, dass wenn Portugal durch ist und du in den 110 bist, dass wir dir dann auch ganz offiziell werden zur Tourkarte gratulieren können. Okay, super, das würde mich sehr freuen, weil ich kann mich ja noch an so Situationen erinnern, dass Rory McIlroy in seinem ersten Jahr, ich glaube, das hat er da gespielt, 3, 4, 5 Turniere und hat dann die Tourkarte gespielt. Und deswegen nach dem Prinzip, das du erwähnt hattest, dürfte er dann eigentlich nicht im nächsten Jahr Mitglied geworden sein, ist er ja aber dennoch geworden. Deswegen glaube ich, gibt es diese Ausnahme, die besagt, wenn jemand über Einladung in ein Turnier reinkommt und spielt und dann darauf folgend alle möglichen weitere Chancen nutzt, also die Tour zwingt dann den Spieler, der eigentlich keinen Status hat, alle weiteren Turniere zu spielen und er dann am Ende unter den Top 110 oder Top 125 oder was auch immer ist, die Möglichkeit hat, eine Membership aufzunehmen, dann war das damals im Falle Roy McIlroy möglich. Ob das jetzt heutzutage noch möglich ist, weiß ich nicht. Deswegen, aber wenn du sagst, dass es so ist, dann gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es richtig ist. Ihr seid am Ende die Journalisten, die investigativen Journalisten, die solche Informationen besser wissen als ich, der sich eigentlich hauptsächlich nur um das weiße Bällchen kümmert. Ich glaube, damit ist die Aufgabenverteilung auch gut. Ich glaube, du machst dein Ding aktuell sehr, sehr gut, ausgesprochen gut, bezogen auf den kleinen weißen Ball, wie du es eben genannt hast. Und ich glaube, da drücken wir dir alle natürlich ganz, ganz fest die Daumen, dass das in Portugal jetzt auch nochmal zum Abschluss einer sehr langen Saison, wie du es uns ja gerade auch geschildert hast, nochmal zu einem sehr, sehr guten Ergebnis deinerseits führt. Und wenn das so wird, wie wir es uns alle erhoffen, dann sollte dem ja auch wirklich nichts im Wege stehen, dich dann nächstes Jahr als vollwertiges Mitglied auf der European Tour begrüßen zu dürfen. Das bringt mich zu einer allerletzten Frage an dich, Flo, noch. Du hast dieses Jahr überall da, wo es dir quasi möglich war, wo du per Bus, Bahn, Schiff, Zug, wie auch immer, auf Land oder Wasser oder Schienenweg hinkamst, hast du die Chance ja genutzt und die Turniere wahrgenommen. Wenn du jetzt volles Mitglied wärest in der nächsten Saison, könntest du ja eigentlich, ohne in den Flieger steigen zu müssen, auch nur in Anführungsstrichen die Turniere spielen, quasi wie du dieses Jahr ja auch gespielt hast. Inwiefern würde sich trotzdem für dich was ändern, gerade auch was eine gewisse Planungssicherheit angeht? Es würde sich einiges ändern. Ich musste ja dieses Jahr bei den Turnieren, bei denen ich an den Start ginge, also gleich von Anfang an volle Leistung bringen. Im Sinne von, ich war davon abhängig, dass ich vorne reinkomme in die vorderen Ränge. Nächstes Jahr, wenn ich dann mit einer vollen Tourkarte um die 18, 19 Turniere spielen kann, dann spiele ich ja auch große Turniere, Irish, Wentworth,
Schottland, Frankreich, die mit sehr viel Preisgeld ausgestattet sind. Und dann ist der Druck nicht so da, dass man die ganze Zeit Leistungen bringen muss. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich zurücklehne und sage, ob es mir wurscht, ob ich jetzt eine 85 oder 72 oder 65 schieße. Das bedeutet es nicht. Aber man steht halt dann etwas anders am ersten Abschlag und hat daneben eine Freude, Golf spielen zu können und die Freude, jetzt bei diesem Turnier teilzunehmen und mit um den Sieg zu spielen, den Druck weg, dass man Leistungen bringen muss. Ja, das heißt, man hat halt Motivation, eine positive Motivation und nicht noch zusätzlich eine negative Motivation. Und darauf freue ich mich eigentlich sehr. Und es freut mich natürlich umso mehr, dass ich es dieses Jahr mit 10 oder 11 Turnieren vielleicht schaffen kann, eine Tourkarte zu spielen. Ich kann mich erinnern, als ich Profi wurde oder wieder zurückkam nach meiner Auszeit in 2010, da wurde mir von sehr vielen Persönlichkeiten, Funktionären, Trainer aus der deutschen Golfwelt bescheinigt, dass ich in meiner Situation nie im Leben irgendeine Chance haben werde, als Spieler Karriere zu machen, eine Familie zu finanzieren oder generell Berufsgolfspieler zu sein, weil man ja mit diesen Rahmenbedingungen eigentlich keine Chance hat. Und es hat mich sehr gefreut, dass ich durch mein Umfeld diesen Dingen widerstehen konnte, weiter meinen Weg gegangen bin und am Ende jetzt dort stehe, wo ich stehe. Also hätte ich jetzt einen Hut auf, ich würde ihn ziehen. Also Chapeau wirklich für den Ehrgeiz, dieses Durchsetzungsvermögen, was du uns da schilderst, sich da von keinen Widrigkeiten und von keinen Kritikern so unterkriegen zu lassen, dann doch irgendwann das Ganze anzuzweifeln und zu sagen, war das jetzt dann doch die richtige Entscheidung? Wir halten fest, ja, es war und ist die richtige Entscheidung, Florian Fritsch kurz davor den Sprung auf die European Tour mit einer vollen Karte zu schaffen. Das ist doch absolut aller Ehren wert. Frank, an dich nochmal abschließend die Frage mit Blick auf Portugal und das, was dann daraufhin in der neuen Saison auch Florian erwartet. Was traust du ihm noch zu? Wo kann das Ganze noch hingehen? Ja, die Frage nochmal. Was traust du Florian noch zu über die Saison hinaus, wenn er jetzt tatsächlich die Tourkarte für 2017 sich sichert? Was glaubst du, ist für ihn dann noch drin, so in der Zukunft? Der Junge ist wirklich gut. Und der wird auch heute noch mal gut spielen, der wird die Karte sicher sein, dann können wir jetzt noch weiterreden, wie wir wollen. Das wird so kommen, super. Aber, das weiß er selber, die Zukunft muss natürlich bringen, diese andere Geschichte mit der Fliegerei irgendwo doch mal in den Griff zu kriegen. Es ist ja zu schade, dass er aufgrund seines Megatalents und Aufwand, den er betreibt, von den Turnierteilmöglichkeiten so beschränkt ist. Das wäre ein Traum, wenn er ganz normal wie alle anderen auch reisen könnte. Wer weiß, was der Junge alles erreichen könnte, was für Turniere der gewinnen könnte. Also dieser Schritt wird ja irgendwann doch noch mal kommen müssen. Das ist einfach mal, finde ich, ja. Ja, Flo, ich weiß nicht, ob du es draußen auf dem Atlantik vernommen hast, dass Frank sagt, irgendwann müsste der Schritt dann auch noch mal kommen. Ist das jetzt für dich im Moment ein Schritt zu weit gedacht? Du lässt es wahrscheinlich erstmal Step by Step Portugal, Turnierkarte sichern und alles, was dann kommt. Da kannst du dich wahrscheinlich immer noch mit beschäftigen, oder? Ja, also ich sehe das da ganz entspannt. Also ich habe ja meine, ich glaube, bis zu 12 Therapien hinter mich gebracht. Das hat nicht so wirklich den Erfolg mit sich gebracht, wie ich mir gewünscht habe. Und nach 12 Versuchen, die natürlich auch sehr viel Stress, Leid und finanzielle Opfer gefordert haben, bin ich inzwischen an einem Punkt angekommen, dass ich einfach sage, du weißt was, vielleicht soll es einfach nicht sein und ich lasse es einfach in Ruhe. Und falls mich in der Zukunft irgendwann mal wieder die Motivation findet, da an der Stelle wieder was zu machen, dann werde ich da auch was machen. Aber bis dahin lasse ich mich nicht beirren mit Vorstellungen oder Suggestionen anderer Leute, was ich alles erreichen könnte, sondern ich versuche einfach, das zu erfüllen, was ich mir vorstellen kann, was ich erreichen möchte. Super.
Dann vielen, vielen Dank für die interessanten Ausführungen an der Stelle. Vielen, vielen Dank, Flo, dass du dir die Zeit genommen hast, zwischen mehr links, mehr rechts, mehr vor und hinter dir draußen auf dem Atlantik in der Biscaya mit uns hier im Talk zusammen zu sprechen über deine bisherige Saison, über deine zurückliegenden Erfolge und über das, was dich möglicherweise in naher Zukunft so alles erwartet. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank, Frank, dass du wie immer treue Seele dabei warst und mitdiskutiert hast. Und ich glaube, im Namen aller Golfpostleser, Flo, senden wir dir nochmal ganz, ganz intensive Daumendrückgrüße raus aufs Meer, dass du erstmal bis morgen Abend und noch weiterer langer Anreise gut in Portugal ankommst, um dann wirklich mit Kraft und gut erholt das Event in Portugal angehen zu können und dir dein großes Ziel, die direkte volle Tourkarte, dann sichern kannst. Da drücken wir dir alle die Daumen, wünschen dir das Beste und ich hoffe, wir hören uns dann mit positiven Infos wieder. Spätestens, wenn du die Tourkarte dann in der Tasche hast, dann auch mal wieder hier aus deutschen Gefilden mit Bild vielleicht auch, dass du uns dann ganz exklusiv nochmal zeigen kannst, wie dein Erfolg tatsächlich dann nachher ausgefallen ist. Vielen, vielen Dank dir und euch allen draußen eine gute Woche. Und wie gesagt, Frank wird es jetzt auch wahrscheinlich sagen, Wetter ist noch nicht allzu schlecht, raus, runter vom Sofa raus zum Spielen und eine gute Golfwoche allen. Vielen Dank. Wiederhören. Ciao.